Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog von mir. Ja, guess what? Es ist alles ruhig. Heute ist ET. Heute 16.01. Entbindungstermin. Und es ist nichts, keine Wehe bis jetzt, gar nichts. Wir haben heute Termin im Geburtshaus zur Kontrolle oder Vorsorge. Also die machen CTG und keine Ahnung, werden den Muttermund bestimmt nochmal tasten. Und deswegen sind wir schon ganz früh wach. Also nicht nur deswegen, sondern ich bin auch sowieso schon seit 3 Uhr wieder wach. Ihr wisst, meine Schlafstörung, aber egal. Ich bereite hier gerade alles vor. Ein Gemetzel, denn wir fahren vorher zur Hundewiese. Das ist Murphys Essen. Das ist Bernds Essen. Wir haben was zu knabbern. Tada! Paprika, Zwiebel und so eingelegter Blumenkohl ist das, so wie saure Gurken eingelegt. Und ja, diverse Brötchen. Denn ja, wir gehen immer ganz früh zur Hundewiese, damit da nicht so viele andere Hunde und Menschen sind. So, ich mache uns auch hier so Coffee to go. Ja, ihr dürft den Tag mit uns verbringen. Wir sind alle ganz gespannt, was der Tag so, ja, bringt, ob es endlich losgeht. Also normal ist mir das egal. Ich weiß, das ist nur so ein pauschal errechneter Termin. Meine einzige Sorge ist halt, dass ich mich im Geburtshaus entbinden kann. Deswegen bin ich so nervös. Ach, weiß ich auch nicht. Halt, mir geht es ja jetzt gut. Also ich hatte Zeiten in dieser Schwangerschaft, da war es anstrengender, schwanger zu sein, ehrlich gesagt. Mir geht's gut. Es ist halt wirklich, ja, ich möchte im Geburtshaus entbinden und nicht eingeleitet werden müssen. Oder den Stress, ich muss mich ja nicht einleiten lassen, ist schon klar. Aber dieser Stress, dass ich ins Krankenhaus soll und ob es dem Baby gut geht und sowas alles, das möchte ich halt wirklich gerne vermeiden. Also, ja, ich würde sagen, schreibt mir Tipps in die Kommentare, wie ich es anstupsen kann. Aber erstens seht ihr die Videos ja ein paar Tage zeitversetzt. Und ich hoffe, wenn ihr dieses Video seht, dass dann schon alles passiert ist. Und zweitens ist es eh immer, sind dieselben Tipps. Scharf essen, baden, entspannen, mit der Schwangerschaft abschließen, dass man dem Baby sagt, ne, du darfst kommen, es ist bereit. Und das habe ich alles schon gemacht. Und das bringt nichts. Ja. Egal, es wird. Es wird. Ich bin jetzt zuversichtlich. So, ich mache jetzt alles fertig und melde mich einfach nach der Hebamme wieder, wenn ich mehr weiß. So, meine Lieben, ich bin gerade eben reingekommen. Bernd und Calvino sind unterwegs. Die wollten eben noch ausliefern. Heute ist es wieder soweit. Ein bisschen später. Normal machen die das vormittags, aber weil wir ja zum Geburtshaus mussten, ist es ein bisschen verschoben. So, ich war jetzt. Also wir waren Hundewiese, eine ausgiebige Runde laufen. Boah, ich bin hier ganz rot, ne? Mir die Nase geputzt. Es ist nämlich richtig kalt draußen, richtig kalt. Ich glaube minus 4 Grad oder so. Ich erzähle euch jetzt eben, ich setze mich hin, dann habe ich mehr Ruhe. Und kann mich auch zudecken, weil es ist mir echt kalt. Also, wir waren ausgiebig auf der Hundewiese, ich glaube 1,5 Stunden. Das war richtig schön wieder. Smurfy hat viele Freunde gefunden und getobt und richtig viel gelaufen. Und dann hatten wir ihm ja sein Frühstück mitgenommen. Dann hat er gefressen. Dann sind wir zum Geburtshaus gefahren. Und wir haben auch gefrühstückt im Auto. Ja, und dann waren wir halt im Geburtshaus. Es wurde ein CTG geschrieben. Es ist alles in Ordnung. Alles ist super. Muttermund, es hat sich wieder was getan. Die tasten ja jetzt jedes Mal. Also in der ganzen Schwangerschaft wurde ich nur einmal untersucht beim Frauenarzt ganz am Anfang und dann gar nicht mehr. Und jetzt halt jedes Mal. Und jedes Mal hat bis jetzt der Muttermund Fortschritte gemacht. Und heute hat die Hebamme sogar, also die hat den nach vorne gezogen. Den Muttermund. Es war ein bisschen unangenehm. Ich habe sie gefragt, ob das jetzt diese Eipoll-Lösung ist. Nein, hat sie gesagt. Die zieht halt den Muttermund ein Stück nach vorne erstmal. Das konnte sie letzte Mal noch nicht. Aber weil halt diese Fortschritte jetzt sind vom Muttermund, konnte sie den jetzt packen und ziehen, wie auch immer. Ja, es tat nicht weh, aber wie gesagt, es war halt ein bisschen unangenehm.
Und sie sagte halt, dass jetzt halt dann dadurch das Köpfchen ein bisschen mehr Druck ausüben kann auf den Muttermund und dann werden diese Hormone hoffentlich ausgeschüttet, die das alles so ein bisschen mehr in Gang bringen. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren jetzt und ich war mit Smurfy noch eine kleine Runde spazieren. Ich soll mich weiter nicht schonen, außer halt, wenn ich meine Zäpfchen nehme, diese Buscopan Plus Zäpfchen, die soll ich weiter zweimal am Tag nehmen. Sie sagte halt, also es ist ja ein Schmerzmittel und das ist echt stark, da sind 800 Milligramm Paracetamol drin. Echt heftig, finde ich, aber sie sagte halt, das entspannt den Muttermund. Ich soll das weiterhin nehmen, mittags eine Stunde dann ruhen, wenn ich es genommen habe und abends halt vorm Schlafen gehen, weil dann ruht man ja auch. Ja, und jetzt habe ich überlegt, weil es ist so kalt, mir ist so kalt, dass ich den Kamin jetzt anmache. Wir haben ein bisschen die Fußbodenheizung auch an. Einfach weil es so kalt ist und wenn der Kamin dann über Nacht aus ist, dann ja, ist es hier kalt. Und wenn die Fußbodenheizung an ist, dann ist es hier, die ist so klein eingestellt, also nicht mal auf 1 und trotzdem haben wir hier 23 Grad. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 22, nur noch in Anführungsstrichen. Ich weiß, viele von euch mögen es eher kühl und das ist euch zu warm. Wir mögen es gerne noch wärmer. Ja, ich mache den gleich mal an. Ich muss auch Wäsche sortieren. Ich habe schon angefangen gestern Abend. Oh. Ja, und ich hatte heute Morgen hier, bevor wir gegangen sind, den Staubi angemacht. Der hat hier gesaugt. Und die Waschmaschine habe ich angemacht. Die hat gewaschen. Da habe ich Putzlappen gewaschen. Ja, das muss ich jetzt alles mal hier weitermachen. Hier habe ich schon die Wäsche gefalten. So, dann gehen die Stapel jetzt weiter. Das ist Smurfys Handtuch. Der hat zwei so schwarze Handtücher immer im Wechsel. Wenn wir spazieren waren, dann können wir ihn abtrocknen. Ne, Smurfy? Ja. Gibt. Wieso habe ich denn schon wieder Blumen verdient? Haben wir Danke. Kresse noch? Nee, Kresse nicht. Ich habe aber Alfalfa-Sprossen bestellt. Und die kommen nächste Woche. Oder Alfa-Alfa. Oder wie auch immer. Und die können wir auch einpflanzen. So. Die Männer waren noch einkaufen. Es gibt noch Veggie-Frikadellen. Ja, dann. Sicher, dass wir hier keine haben? Ja, hier habe ich keine Blumensamen, tut mir leid. Im Laden jetzt. Oder im Netto. Kannst ja Ja, eben im hinlaufen. Netto haben sie auf jeden Fall. Man muss ja laufen. Ja, hier diese Mandelpralinen, die hatten wir letztens schon gekauft, als wir bei Aldi einkaufen waren, aber irgendwie Verschollen. sind die verschollen, unauffindbar. Ja, Wohin? zum Netto. Einmal Edelmarzipan, die sind nämlich schon alle. Oh, weiß ich, ein paar Cent. Nimm Euro mit. Ja. Das sind getrocknete Tomaten-Antipastis. Was denn? Und dann hat der Bernd zweimal Brot mitgebracht aus dem Sale. Das frieren wir uns ein fürs Wochenbett. Für einen Notfall können wir das auftauen. Was sind noch 40 Cent? Und einmal Pommes, weil wir jetzt Essen machen. Wir werden uns Pommes frittieren und dann mit dieser Wurstepfanne, die ich euch letztens gezeigt habe, die Bernd gekocht hat. Das schmeckt bestimmt lecker. Und jetzt kann ich meine Blumen erstmal im Wasser stellen. Wieso werde ich denn so verwöhnt? Ja? Blumenerde haben wir auch nicht, nein. Also, was machst du? Möchtest du das erzählen? Ja. Ich war gerade im Netto und habe mir Blumensamen geholt, weil ich mir eine Pflanze jetzt einpflanzen wollte.
Das sind, wie heißen die nochmal? Ritter? Rittersporn, die können wir ja gleich zeigen, ne? Ja, und ja, ich mache jetzt hier gerade mit einem erhitzten Maiskolbenhälter die Löcher unten rein. Aber ich glaube, das reicht auch schon. Hier, ja, ne? Wir sind erfinderisch, weil wir haben keinen Blumentopf jetzt hier. Wir haben einfach Schokoladenmandeln abgeschnitten. Und dann hier unten Löcher reingemacht, dass das Wasser abfließen kann mit erhitztem, spitzen Ding. Ja, das hat geklappt. Willst du die Kamera mitnehmen und den Rittersporn zeigen? Ja, nämlich. Die sind da auf der Ecke am Mixer. Weißt du? Ja. So, jetzt zeige ich dir mal. Hier, das sind die. Und ja, dann würde ich die jetzt einpflanzen. Und Erde, wo hast du die hingetan? Ach da. Ja, ich habe gerade von draußen Erde geholt und so kleine Steine. Ja, und die pflanze ich dann jetzt halt rein. Ja, ist ein Geburtsvlog-Video oder Baby-Countdown-Video und alle, die jetzt nicht so manche Sachen nicht hören können, müssen jetzt überspringen. Ich werde euch unten einblenden, bis zu welcher Minute dieses eklige Thema geht. Es geht um ein ekliges Thema. Also, ja, ihr müsst dann einmal weiter spulen, wenn ihr das Video noch weiter schauen möchtet. Ja, ich habe euch ja erzählt, dass heute Morgen die Hebamme den Muttermund nach vorne gezogen hat. Und das ist jetzt ungefähr 4 Stunden her. Und jetzt war ich gerade auf Toilette. Also ich habe schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl und so nicht wehen, aber so anders halt, als ob sich irgendwas tut. Ja, und jetzt war ich halt gerade auf Toilette und ich verliere halt Schleim und etwas bisschen Blut, ganz bisschen nur. Und deswegen, ja, um das jetzt so ein bisschen so in Gang zu bringen, habe ich weiter Haushalt gemacht und versucht, die Hüften zu kreisen und einfach in der Hoffnung, dass es weitergeht. Ich habe mir jetzt hier so eine Unterlage, wo ich drauf sitze. Das ist so eine Inkontinenzunterlage oder so, wie das heißt, falls die Fruchtblase platzt. Das ist noch so ein kleiner Schutz fürs Sofa da ist. Und ja, jetzt ruhig kurz. Ach, seht ihr, ich muss noch die Buscopan nehmen. Das habe ich total vergessen. Jetzt in der Aufregung. Das Zäpfchen muss ich nehmen und muss dann wieder ruhen. Was heißt wieder? Muss dann eine Stunde ruhen und dann kann ich weitermachen mit meinem Hüftenkreisen und Tanzen und alles. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich habe erst überlegt, die Hebamme anzurufen und ihr das schon mal mitzuteilen. Aber andersrum will ich jetzt auch nicht so die Pferde scheu machen. Das heißt ja gar nichts. Es kann sein, dass es jetzt gleich losgeht. Es kann auch sein, dass es einfach noch 4 Tage dauert. Man weiß es nicht so genau. Aber es ist schon mal ein gutes Anzeichen, ja, dass es losgeht. Ja, pass mal auf, die wird ganz pünktlich, so wie ihre Eltern. Eine Punktlandung kommt am ET. Das wär's ja. Ja, mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Sieht man's? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt rote Fußnägel mir gemacht mit Calvino zusammen. Man sieht auch ein bisschen, wo die Socken waren von dem ganzen Wasser. Hier, also die Fruchtblase ist noch vollständig, noch nicht geplatzt. Und ich habe die Zeit noch genutzt und habe mir die Füße pedikürt. Eigentlich wollte ich wirklich zur Pediküre gehen vor der Geburt, aber geht ja nicht, es ist ja alles zu. Egal, habe ich es halt selber gemacht. Calvino hat mir geholfen, der war voll süß, voll nett.
Ja, hat er auch Spaß dran gehabt. Ich habe ihm gesagt, du musst das nicht machen. Er wollte wirklich gerne helfen. Ja, die Venen sind weiterhin ganz, ganz leicht. Ne? So, ich weiß nicht. Vielleicht dauert es diesmal einfach noch länger als 30 Stunden. Ja, sie werden jedenfalls nicht stärker, die Venen, obwohl ich alles gemacht habe hier. Ich war nochmal mit dem Smurfy spazieren und den Haushalt gemacht, die Wäsche gemacht, die Spülmaschine gemacht, nochmal getanzt, den Bauch, das Becken gekreist und so habe ich alles scharf gegessen. Nichts. Und jetzt habe ich die Füße hochgelegt, jetzt ist Feierabend. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ich glaube so 19 Uhr ist jetzt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Es ist auch, also jetzt wieder um weiter spulen für die, die das nicht hören können. Es ist nichts mehr gekommen. Das war halt nur einmal da, dieser Schleim und Blut heute Mittag und jetzt ist Ruhe. Ja, keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen lassen. Aber jetzt ist man noch mehr auf heißen Kohlen, weil so, es hätte ja der Startschuss sein können, ne? Aber nein, wahrscheinlich nicht. Egal. Ich werde das Video jetzt hier beenden, den Baby-Countdown-Vlog und melde mich entweder morgen früh bei 40 plus 1 in der 41. Schwangerschaftswoche oder vielleicht auch heute Nacht. Je nachdem, wenn es losgeht, melde ich mich sofort. Also ihr seht das Video natürlich erst, wenn es losgegangen ist, aber ich schmeiß sofort die Kamera an. So meine ich das. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!